Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Europa Barbarorum 2. Ja, unser Reich ist schon recht groß geworden. Jetzt machen wir Krieg mit denen, haben uns dafür die Truppen hier zurückberufen, kurz um neu aufzustocken. Und hier wollte ich ja eine Ding machen, eine Armee, also eine Truppe und ja, haben wir eigentlich alles gemacht in dieser Runde und können eigentlich in die nächste Runde. Okay, da kommt einer von Helen. Ah, der geht nach ganz oben dort. Bisschen schneller bitte. Ja, genau. Noch schnell. Da kommt eine Armee und die geht jetzt da runter. Okay, von mir aus. Also, dass die Siedlung einnehmen. Die haben sich eigentlich beruhigt. Eigentlich möchte ich jetzt den Diplomaten. Den habe ich leider nicht ausgebildet, wahrscheinlich, aber. Ja, Finanzen gehen weiter runter. Wir müssen sie wieder hochkriegen. Also, dann nehme ich den nicht da drüben. Ist eigentlich schon gut, aber er hat es ja auch selber nicht geschafft. Ja. Dann lassen wir dieses Ding einfach in den Städten die Zähne ausbeißen. Und. Ja. Schauen wir mal. So. Ein Satisfied Supervisor. Okay. Der Patroklos ist Patroklos, nicht im. Achilles sein. Weiß nicht was. Einfach sein. Der Achilles ist der Lehrer von Patroklos. So, ich möchte gerne schauen. Das geht hier hin, aber ich möchte gerne die mitnehmen. Denn das muss ich da lassen. Also die drei greifen jetzt diese Stadt an. Der nächsten Runde. Und wir haben den großen. Ah nein, die Kurzküstenpatrouillen haben fertig hier. Da haben wir den großen Hafen schon oder den zweitgrößten. Ich glaube, es ist der zweitgrößte. Und wir machen hier noch nichts. Es ist zu teuer. Oder das. Wir haben nur 4300. Lassen wir mal. Hier haben wir auch nur die Dinge, die anderen sind zu teuer. Und hier brauchen wir keinen Port Town. Okay, der geht hier runter. Dann hier. Hier könnte man eine hellenische Administration bauen, aber kostet 6000. Oder eine bessere. Dann gibt es Palangitai-Hippas-Bistatai. Okay. Dann sparen wir doch mal ein bisschen Geld. Ich möchte gerne ein bisschen bessere Soldaten ausbilden können. Und hier haben wir den Schrein von Sarapis. Ah, das ist hier. Ja, dann mache ich hier genau den Schrein weiter hoch. Wie teuer sind die? 115. Ja, ist eigentlich recht gut. Können wir die noch lassen? Vielleicht brauchen wir sie da unten dann noch. Genau, die sind ausgebildet. Seite vernichtet. Was? Die haben rebelliert. Okay, die haben rebelliert. Ich weiß, was ich mache. Es ist einfach so zum Schutz. Kann man hier nicht raus. Okay, ich weiß, was ich mache. So. Ich werde mal das so machen. Ich hoffe, es reicht.
ist er sechst. Dei. Oje. Oje, oje. Dann geh du mal dahin. Genau. Was? Hexe, okay, das ist nicht so schlimm. Ich muss gucken. Siedlungsdetails. Östliche Stammstadt, das muss weg. Können wir hier ein Gebäude wegbauen? Das ist nicht gerade gut hier. Ich würde hier einen Soldat ausbilden. Ja, jetzt ist es auch wieder besser. Okay, da hat jetzt aber die richtigen drin. Wo steht das? Ah, hier Armee. Ja. So, angreifen. Damit wir Rhodes haben, weil Rhodes ist ein guter Handelsplatz, gibt viel Geld. Und ja, okay, schade, die Hellenen sind ausgestorben. Schade, dass sie nicht wiederkommen können oder so. Hier wäre auch. Also wir könnten das noch erobern, aber dafür müssen wir... Na, das ist schlecht. Ja, machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, das Schiff wird nicht versenkt, sonst müssen wir ein neues bauen. Das kommt wieder teuer. Also, dann... Ich habe ja den... Hier oben, genau. Na, da war es leer. Okay, hier ist auch nur Erläuterei. Die Rebellen. Der müsste eigentlich hier sein irgendwo. Man sieht so schlecht, also. Ah, ist er nicht hier zurückgekehrt, genau. Weil ich kann. Welches nervt mich dann? Getai, Bosporus, Palava. Ich werde hier nochmal schauen. Okay, ich werde nur mit dem Spion hier hin. Schau mal rein. Okay. 40%. Das werde ich nicht. Also 150% werde ich nicht neu laden. Wenn es mal nicht klappt. Hier ist leider nichts drin. Wo ist die Stadt da unten? Ja, die haben wieder sehr viele Reiter, reitende Bogenschützen. Ja, das ist das zweite Reich, was wahrscheinlich ausstirbt. Oh, die haben hier drüben auch noch das der Anführer. Okay. Ah, hier ist gar kein Reich. Die wollten angreifen, sehen, dass wir jetzt angreifen. Und deshalb kommen sie wieder zurück. Also noch kurz hier nachschauen, was. Also wenn wir noch mehr in Geldnoten kommen, dann werde ich die großen Reiche mal ein bisschen auf hohe Steuern setzen, solange es geht. Und ein paar Truppen vielleicht ein bisschen runter. Die sind wahrscheinlich immer noch ja, die sind immer noch hier oben, da muss ich sehr aufpassen. Ich könnte einen schnellen Rush drauf machen, aber da kann ich leider immer noch nicht. Ich habe noch keine Belagerungseinheiten. Schauen wir mal bei Alexandria. Ja, es sind nur die Oxybeles, aber die könnte man eigentlich auch verwenden, aber es lohnt sich einfach nicht. Ja. Haben wir sonst noch etwas zu tun? Ich hoffe nicht. Der haben wir. Der haben wir. Da gehe ich mal hier runter. Ja, es kommt einer hoch. Ich wusste es. Da muss ich schauen, was ich machen kann. So, die Stadt braucht, also die Siedlung brauche ich ja nicht. Ich werde jetzt so angreifen, fertig.
Scheiße. Ja, dann haben wir das. Ja. Dann Erbe. Ist loyal. So. 24, okay. Also nächste Runde. Ja, mal schauen. Greift die an. Die gehen oben auf Teilen. Autsch. Ja. Okay. Das war klar. Und jetzt, kurz was bauen. Also in Alexandria, da ist das Teil. Schon. Ich möchte gerne ein Schiff, möchte ich es hier bauen. In Side. Ja, der Stock geht eigentlich gut. Oder wäre es besser, ein anderes Schiff zu bauen. Hier sind auch die Schiffe. Und hier. Auch. Ich werde hier ein Schiff machen, weil vielleicht zu viel Bevölkerung ist und deshalb die Bevölkerung ein bisschen runtergeht. Das ist gut. Und hier habe ich noch, genau hier oben, noch mehr. Muss ich dann runterhauen. Ah, die wollen, Mazedonien wollen auch hier belagern. Oder sind hier vertrieben worden. Aha, die konnten zwei Runden. Schade. Okay. Mal schauen, was hier so ist. Eine Rebellenstadt. Ja, kann man die nicht wegmachen. So. Ich gehe jetzt mal nach oben zu den Boi. Da. Okay, ja. Das sind natürlich nur Rebellen hier. So. Schauen wir mal hier rum. Ich möchte gerne. Die Stadt einnehmen. Nein, der da. Ah, das ist nur eine Siedlung, genau. Ja, ich gehe jetzt hier runter und lasse es mal im Frieden hier. Wenn zu viele eben drin sind. Ich finde es ein bisschen blöd von der KI. Es ist natürlich schon realistisch, wenn die Dinge, die Siedlungen schützen, aber dass man sie dann niemals einnehmen kann, weil die so groß sind, die Armee, und man eigentlich so viele Finanzprobleme hat. Ja, und sie dann nicht einnehmen kann, das ist schon blöd, das ist sehr blöd. Ich sag mir einfach zu viel Cheating. Die cheaten zu viel. So, nächstes. Nächste Runde zerstören wir den Koloss von Rhodos. Okay, da hat es noch so einen Hafen. Eigentlich sehr schön, also. Ich freue mich auf ein neues Total War, wenn es auch so gut ist. Ich hoffe, sie machen etwas im nächsten Total War. Ja, Attila war jetzt zwar auch gut, aber wir hatten das schon bei Barbarian Invasion von Rom 1 in besser. Also es ist eher schlecht als Barbarian Invasion. Und
Deshalb, naja, ich würde sie gern kaufen, aber es ist alles so ein bisschen casual geworden, nicht mehr so recht herausfordernd und ja, ich mag es halt einfach strategisch und ja. Also, den könnten wir noch runterschicken. Jetzt habe ich zwei Attentäter. Oh. Ich wollte nicht draufklicken. Das ist wahrscheinlich nach der Runde. Lassen wir den Spion, der so schlecht ist. Fünfundneunzig. So. Wieso sind die Spione so schlecht geworden? Echt mal. Nein, den will ich jetzt nicht mehr holen. Muss ich jetzt wirklich speichern, weil das Spiel einfach nicht versteht, dass ich selbst das nicht wohl will? Oh, was ist denn hier? Asadara. Gute Ausdauer. Hier haben wir Speerwerfer. Hippie-Eis. Hippie-Eis, Schweinebacke. So. Ja, da speichere ich jetzt. Spion. Möchte ich gerne noch ausbilden. Wir haben genug Geld. So. Jetzt ein bisschen besser aufpassen. Jetzt greifen die Orangen wahrscheinlich mich an. Der mit diesem violetten Gewand. Na? Wann gibt's mal Bärkrieg? Ich will mehr Krieg zwischen den Völkern. Okay, dann zeigt ihr keine Bewegungen. Ja, das ist recht gut. Ja, nehmen. Hochzeitfeierlichkeiten. Und hier alles wieder grün, sehr schön. Produktion sind wieder erste Klasse. Gewinnen 123, sehr gut. Ja, es ist wahrlich keine Überraschung. Wir sind die Besten. Ey, Pyrus, da könnten wir mal einen Tempel machen zum Umwandeln. Da werden wir einen Horus-Tempel machen. Der Gott der Himmel und Sternen. Ja, Horus. So. Handwerk ist das, okay. So. Also, ich möchte gerne den hier, zuerst mal, wo würde ich den hin tun? Zu einem Hafen hier, aber die haben. Ist eigentlich der Hafen? Ah, das ist der Hafen, okay, stimmt. Von dieser Stadt. Okay. Ich möchte eigentlich den Diplomat hier wieder haben, aber können wir hier einen rekrutieren? Nein. Hier? Auch nicht. Ja, das ist schlecht ein bisschen. Ich mache den hier. So. Diplomat bitte wieder. Und du kehrst dann zurück. Ah, hier wären sie gewesen. Lugi. Lugi und Boi. Vielleicht noch zu den Römern runter.
Die wären schon gut, wenn sie auf unseren Seiten wären. Okay, nochmal kurz speichern. Bisschen schwächen. So. Sehr gut. Den machen wir mal hier hin. Und den hier. Mal hier hin. Einfach mal ein bisschen spionieren. So hier hin. Die zwei sind hier. So. Ist der noch oben hier? Ja, den haben wir. Großes Lager. Wir brechen den Spion hier. Wo ist der Spion? Hier ist ein Eloy. Da ist er. Ich möchte kurz hier hin. Ja, ist recht voll. Aber von mir aus. Boah, von wo haben die diese Truppen? Okay, sie kosten eigentlich nicht so viel, denke ich mal. Aber doch, schaut mal. Da ist ein 300. Ja. Ich schau mal kurz Diplomatie. Wir bräuchten noch einen Verbündeten. Es ist gut, dass Roma noch mit Epeiros im Krieg ist. Ich bin der Einzige, der Epeiros eigentlich mag. Das ist so ein armes Reich. So, sind fast keine im Krieg. So, ich schau mal da. Wirklich noch keine Verbündeten, keine Kriege. Was sollen auch nicht? Hm, komisch, also dieses Reich. Wird wahrscheinlich nicht überleben. Da drüben. Kleine Feindsiedlung. Ja, das können wir noch einnehmen. Ich werde jetzt hier mal die hier hin. Den anderen haben wir ja hier unten. Können wir die zurück tun, genau. Und dann, ja, dann haben wir es auch mit dieser Runde. Geht relativ schnell momentan, weil nicht so viel zu machen ist. Den General könnten wir noch weitere Runde stellen. Ich werde mal das Ding einnehmen dann. So. Und dann können wir die Stadt angreifen. Weil hier wäre es sehr gut, noch Land zu haben, Land zu besitzen. Und dann gehen wir ja hier runter auch. Am besten dann mit einem Schiff, da kommt man durch, genau. Also, können wir ein Schiff hier bauen? Dann müssen wir das hier oben bauen. Ja. Ja, nehmen wir es in Alupa. Ist das ein anderer Hafen? Ich hätte gerne eine Anzeige, die einfach zeigt, dass es an der Kultur ist. Ja, wir upgraden das dann weiter. So. Also. Ich hoffe, es ist genug lang der Part, sonst mache ich noch ein bisschen drüber. Ich sage jetzt schon kurz tschüss und ja, im nächsten Part geht es dann in den Kampf um Rhodos gegen die Rebellen. Und ja, also tschüss.